Noch nicht. Jetzt kommt erstmal der Dialog für Cybersicherheit. Entschuldigen Sie bitte. Genau. Das ist eine Veranstaltung, die die Zivilgesellschaft einbilden will. Und ja, BSI haben ja manche schon mal gehört. Und es geht darum, wie können wir Schutzmaßnahmen weiterentwickeln, Deepfakes bei KI-Programmen verhindern, wie kann die Cybersicherheit in der Gesellschaft, durch die Gesellschaft vorangetrieben werden und welche Zukunft hat Open Source überhaupt oder Open Source Anwendung überhaupt noch oder das Konzept. Genau, das alles. Ich hatte hier noch einen lustigen Spruch, der das Bundesministerium nur so ein bisschen disst, weil sie nicht zurande kommen. Das muss ich jetzt improvisieren, genau. Jedenfalls, der Dialog für Cybersicherheit findet am 15. und 16. November statt. Da hier keine Adresse steht, würde ich sagen, ist es online? Nee, wo ist es denn? In Berlin. Ah ja, stimmt, danke. Also auf irgendeinem Berliner Server, genau. Geht dahin, meldet euch an und wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Genau. Und wir sind ja heute alle ganz aufgeregt, weil wir einen richtigen krassen Politiker heute am Start haben. Und wir sind ja immer sehr kritisch beim netzpolitischen Abend, was das Sicherheitspaket angeht. Und wir wurden auch nicht bestochen, um jetzt diese Informationen hier preiszugeben, sondern einfach, es stimmt einfach. Und Mietrich Frerz von der christlich-charismatisch-karitativen DU wird uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Bitte, Herr Mietrich, Fritz, Frerz, einmal auf die Bühne. Vielen Dank. Ja, liebe Freunde, liebe Mitglieder der CDU, heute sprechen wir über eines der zentralen Themen unserer Zeit. In einer Zeit, in der die Bedrohung durch islamistischen Terror, extremistische Gewalt von links sowie durch Antisemitismus greifbar ist. Können und dürfen wir als CDU nicht tatenlos zusehen. Die Menschen in Deutschland erwarten zu Recht von uns, dass wir für Sicherheit und Ordnung sorgen. Die Ampelregierung hat mit ihrem Sicherheitspaket reagiert und da ist bei weitem nicht alles schlecht. Ich möchte heute erklären, was wir dort Gutes finden und ich möchte auf Punkte eingehen, die wir noch verbessern sollten. Nehmen wir die Stärkung des Verfassungsschutzes. Wir wissen alle, wie gefährlich unerkannte Extremisten für unsere Gesellschaft sein können. Die Morde des NSU sind uns eine Warnung, wie sehr Extremismus unser Land erschüttern kann, wenn die Behörden nicht rechtzeitig eingreifen. Dass hier mehr Kompetenzen geschaffen werden, um Extremisten frühzeitig zu erkennen und zu beobachten, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der Verfassungsschutz braucht alle Mittel, um Terror und Gewalt effektiv bekämpfen zu können. Die CDU steht hier ohne Kompromiss an der Seite unserer Sicherheitsbehörden für ein sicheres Deutschland. Ein weiterer positiver Aspekt des Sicherheitspakets ist das strengere Waffenrecht. Niemand, wirklich niemand braucht Messer auf Volksfesten, an Bahnhöfen oder auf anderen öffentlichen Plätzen. Ein strengeres Waffenrecht sorgt also dafür, dass die Bürger sich in ihrem Alltag endlich sicher fühlen können, ohne Angst vor Angriffen. Die Möglichkeit, jetzt auch jederzeit Taschenkontrollen durchführen zu können, ist hier ein entscheidender Vorteil. Wir erinnern uns an die Gefahrengebiete in Hamburg. Sie waren ein großer Erfolg, denn die Polizei hatte dort die Möglichkeit, unkontrolliert zu kontrollieren und Verdächtige zu überprüfen. Das hat sich bewährt und sollte überall dort eingesetzt werden, wo es angebracht ist. Mit Spontankontrollen kann die Polizei potenziellen Straftätern schon im Vorfeld das Handwerk legen, denn seien wir ehrlich, irgendein Verdacht besteht immer. Und schließlich, liebe Freunde, die Abschiebung von Gefährdern. Hier begrüßen wir, dass die Ampel endlich was tut, was viele von uns schon sehr lange denken und fordern. Wer unser Land bedroht, wer gegen unsere Werte, gegen unsere Gesetze verstößt und unsere Freiheit gefährdet, der gehört einfach nicht hierher. Die vereinfachte Abschiebung solcher Personen ist eine vernünftige und lange überfällige Maßnahme. Die Bürger haben ein Recht darauf, in einem sicheren Land zu leben und das muss der Staat garantieren können. Gut also, dass hier endlich Bewegung ins Spiel kommt, auch wenn es viel zu lange gedauert hat. All diese Maßnahmen können nur ein Anfang sein. An vielen Stellen bleibt das Paket hinter dem, was wirklich nötig wäre, zurück.
ein entscheidender Punkt, unsere Sicherheitsbehörden. Die haben nach wie vor viel zu wenig Befugnisse, um gegen die Bedrohung unserer Zeit konsequent vorgehen zu können. In Zeiten internationaler Netzwerke und gut vernetzter Extremisten brauchen auch wir umfassendere Möglichkeiten zur Überwachung, insbesondere im Cyberraum. Soziale Medien und das Internet sind heute Schauplätze für Extremismus, für Aufrufe zur Gewalt und für Rekrutierung junger Menschen in radikale Gruppen. Unsere Sicherheitsbehörden müssen endlich das Handwerkszeug bekommen, um Terroristen und Straftäter im Internet und in sozialen Medien aufspüren zu können. Dazu gehört auch die Vorratsdatenspeicherung. Es darf doch nicht sein, dass unsere Ermittler im Dunkeln im Darknet tappen, während Straftäter ungestört online ihre Pläne schmieden. Ein weiterer Punkt ist der Einsatz moderner Technologien. Warum nutzt der Staat nicht endlich die biometrischen Daten, die wir längst auf unseren Personalausweisen haben oder am Flughafen abgeben? Diese Daten sind sicher, die Technik ist längst vorhanden. Warum also nicht effizient nutzen? Erinnern wir uns an die RAF-Terroristin Klette, die wir viel zu lange nicht entdeckt haben. Hätten wir moderne Technik nutzen dürfen, hätte sie viel früher gefasst werden können. Hier brauchen wir mehr Mut, mehr Entschlossenheit, um den Schutz der Bürger tatsächlich sicherzustellen. Die CDU steht für ein klares Ja zur Nutzung von Technologien, die unsere Sicherheit verbessern und unsere freiheitliche Gesellschaft sichern. Und schließlich, meine Freunde, kommen wir zum Thema Europa und die Rolle des Schengener Abkommens. Die Ampel hat das Schengener Abkommen teilweise ausgesetzt, doch das reicht nicht. Wir erinnern uns, die Freizügigkeit in Europa, der freie Personen- und Warenverkehr, das sind alles Errungenschaften, die wir als CDU maßgeblich mitgestaltet haben. Schengen ist ein Kind der CDU und darauf können und darauf müssen wir stolz sein. Aber wir sehen auch, diese Freiheit braucht klare Regeln, damit sie nicht zum Einfallstor für unkontrollierte Migration wird. Wir haben das Problem der Sekundärmigration nach Deutschland und innerhalb des Schengen-Raums soll es künftig zwar freien Verkehr geben, doch Ausnahmen sind möglich. Unter anderem bei einer ernsthaften Bedrohung für unsere Sicherheit. Und lassen Sie uns ehrlich sein, für die meisten von uns wird sich dadurch wenig ändern. Wir brauchen klare Maßnahmen, um Migration in geordneten Bahnen zu halten. Und dabei muss der Staat die Kontrolle behalten. Die CDU steht für ein starkes Europa, für ein Schengen, das Freiheiten gewährt und die Sicherheit im Blick behält. Liebe Freunde, dieses Sicherheitspaket ist ein Anfang, aber eben nur ein Anfang. Deutschland verdient einen starken Staat, der seine Bürger schützt und die Werte verteidigt. Die CDU steht für klare Maßnahmen, die Deutschland wirklich sicherer machen und unsere Freiheiten bewahren. Deswegen dieses echte T-Shirt in Freiheit, in Sicherheit, in der CDU. Dankeschön. Ich muss hier kurz so ein bisschen nicht so richtig intervenieren, aber darauf hinweisen, der Netzpolitische Abend ist eine hochgradig ausgewogene Veranstaltung und deswegen und es kann nicht sein, dass hier die Regierung so einseitig kritisiert wird von einer politischen Seite, deswegen das geht nicht. Deswegen habe ich in dieser Form schön spontan in dieser Form schönen Aktentasche eine kleine Replik nicht vorbereitet und möchte kurz auf ein paar Sachen hinweisen. Also zunächst irgendwie, insbesondere wenn diese Kritik irgendwie aus einer Ecke kommt, die im Grunde ja eh nur darauf abzielen, irgendwie die zugegebenermaßen ein bisschen nekrophilen Anwandlungen, politischen Anwandlungen der Innenministerin zu nutzen, eigentlich aber auch nur um die eigenen schmutzigen Vorratsdatenspeicherungsfantasien hier eigentlich nur am Laufen zu halten aus so einer Ecke. Ne? Da muss man vorsichtig sein. Ich möchte kurz irgendwie auf die Ampel eingehen. Die Ampel, die bekanntlich die Fortschrittskoalition ist. Die Fortschrittskoalition, die viel Gutes gebracht hat und insbesondere auch das Sicherheitspaket. Dankenswerterweise wurde auch darauf hingewiesen, ja, es ist einiges Gutes drin, auch selbst aus der anderen Ecke. Ich möchte aber noch mal kurz zur Verteidigung ansetzen. Ganz spontan und so. Also, hier Onkel Olaf und sein fröhliches Kernkompetenzteam, das da um ihn herum versammelt ist, haben uns gemeinsam vielleicht mit ihren willfährigen Handlangern, beziehungsweise eigentlich eher also ihren geschätzten Kolleginnen in der Fraktionsspitze, in den letzten Monaten tatsächlich eine
eine Sternstunde, eine wahre Sternstunde des Parlamentarismus beschert. Wer das Ganze verfolgt hat, das Sicherheitspaket, das war schon großartig, da sie gezeigt haben, dass nur mit einer kleinen Prise Populismus vielleicht, aber die ist vielleicht notwendig in diesen Zeiten, und ganz viel Fraktionsdisziplin, auch das freiste Mandat irgendwie noch zu knacken ist, wurde eindrücklich gezeigt. Und zwar mit einem Ziel, damit Deutschland endlich sicher ist. Ne? Ja. Aber ich will ja gar nicht so sehr im Wahlkampfmodus irgendwie begleiten. Die Koalition ist bekanntlich sicher und ans Aufgeben denkt hier niemand. Ich möchte tatsächlich eher mal das Gemeinsame betonen, das ja tatsächlich zwischen uns herrscht. Der Bundesrat hat ja bislang auch noch nicht komplett blockiert, sondern tatsächlich eher so ein Drittel der Maßnahmen. Wir haben tatsächlich mit den Kolleginnen aus den Ländern sehr eindrücklich gezeigt, was es heißt, wenn hier so der Fortschritt und was auch immer, wofür auch immer sie stehen, zusammenstehen. Denn Deutschland steht tatsächlich zusammen, wenn es... Mein Mikro macht Probleme. Mein Mikro, ich wollte gerade diesen wunderbaren Satz sagen. Denn Deutschland steht tatsächlich zusammen, und das ist klar, wenn es gegen Ausländer, ich meine Menschen mit Fluchtgeschichte geht, da können wir uns alle drauf einigen, das ist klar. Da ist, passt kein Blatt Papier zwischen uns. Die Fortschrittskoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag eine evidenzbasierte und grundrechtssensible Sicherheitspolitik versprochen. Und ich meine, man kann jetzt sagen, sie hat geliefert. Es war doch ganz evident, dass nach Solingen irgendwas passieren muss. Und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist ja bekanntlich auch die valideste Kerngröße einer Sicherheitspolitik nach gesundem Menschenverstand. Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Dieses Knacken ist immer noch drin. Was auch immer. Das sind hier diese Zecken. Das wurde hier... Ja. Ja, immer diese Hacker. Ja, wir waren bei evidenzbasierter Politik. Also ne, Politik, die nach Beweisen geht, die nicht einfach irgendwie mal so nach Bauchgefühl oder sowas geht, sondern tatsächlich evidenzbasierte Politik. Und ich glaube, die Landtagswahlen haben ja auch eindeutig bewiesen, dass Populismus und rassistische Hetze recht erfolgreich ist. Und die Aufgabe einer verantwortungsbewussten Fortschrittsregierung muss es tatsächlich sein, das mal endlich in vernünftige Bahn zu lenken. Das hat die Koalition gerade gemacht. Ich glaube, da sind wir sehr erfolgreich drin. Und schauen wir uns das doch mal ein bisschen so die Details an, auch des Sicherheitspakets, was jetzt auch schon durchgebracht wurde. Asylsuchende, die in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben, tatsächlich nur beantragt haben, sollen nun keine Unterstützungsleistung mehr bekommen oder bekommen nun keine Unterstützungsleistung mehr. Damit haben wir, glaube ich, endgültig irgendwie dem IS, Al-Qaida und dem internationalen Terrorismus irgendwie endlich mal den Geldhahn abgedreht. Erfolgreich, so sieht gute Politik aus. Und ich persönlich kenne jetzt keine Studien, aber sicherlich werden mir da alle kriminologischen Expertinnen einhellig zustimmen. Also was soll denn die Sicherheit im Lande mehr erhöhen, als eine große Gruppe von Menschen ohne Obdach und Sozialleistung auf die Straße zu setzen? Ist doch ganz offenkundig ein Erfolgsrezept. Und falls es da irgendwie Probleme geben sollte, ich glaube, die Kommunen sind ja hervorragend ausgestattet und werden das dann schon irgendwie regeln können. Ja, genau, und weitere Details. Ne? Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darf nun endlich biometrische Daten nutzen und mit dem großen Buch, das das Internet uns alle darstellt, abgleichen. Wie wir das dann konkret europarechtsmäßig genau machen, das erklären wir dann noch. Oder überlassen es dann einfach direkt der nächsten Regierung in der Verordnung. Wahrscheinlich sehen wir uns dann Herrn Freertz wieder. Und ob sie das dann gemeinsam mit der AfD machen oder mit willfährigen Teilen von uns, ich glaube, da können wir dann nochmal drüber reden. Aber wir kommen da sicherlich schon zu einer Einigung. Und genau, und datenschutzmäßig sollte das ja auch bekanntlich kein Problem sein, weil, informationelle Selbstbestimmung gilt ja für Geflüchtete bekanntlich eh nicht so richtig und so. Deswegen kriegen wir das schon hin, da bin ich irgendwie sehr zuversichtlich. Genau, ich bin auch übrigens ganz guter Dinge, dass der Rest des Sicherheitspakets bald auch durch den Vermittlungsausschuss gehen wird. Genau. Ja, wie wir alle wissen, also ne, mit KI ist bekanntlich alles schöner. Und was da für Schätze irgendwie in den Polizeidatenbanken noch liegen, da können die Profiler vom BKA bislang nur feucht von träumen. Und jetzt fehlt mir der Rest der spontanen Rede. Was wollte ich denn noch sagen? Wir haben so viel zu sagen zu diesem
zum Sicherheitspaket. Vielleicht, die Zeit läuft davon dann. Vielleicht wende ich mich einfach mal direkt an Sie, liebe Zivilgesellschaft. Also es gab ja so ein bisschen, also ne, Sie sind ja zu Recht auch besorgt, das gehört ja dazu in so einer irgendwie funktionierenden Demokratie. Ich kann Ihnen da aber ganz nochmal betonen, wir haben da irgendwie alle als wirklich reinverhandelt. Also und wir können, also das Ganze ist grundrechtssensibel ausgestaltet. Wir haben grundsätzlich, also eine den Grundrechten verpflichtete Sicherheitspolitik versprochen. Das liefern wir. Wir haben das schärfste Schwert gezogen. Künftig darf jetzt sogar, wenn es den biometrischen Abgleich irgendwann mal geben wird, darf sogar die Bundesdatenschutzbeauftragte dazu Stellung nehmen. Sie wird angehört. Da wird sicherlich, was können wir mehr verlangen? Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal betonen, auch die Waffenverbotszone. Ach genau, was sehr wichtig ist, wir haben auch in der Gastronomie dürfen die zukünftig Messer benutzen. Das steht jetzt ausdrücklich im Gesetz drin. Da wird es keinerlei Verfolgung geben, keine Kontrollen oder so. Gastronomie ist safe. Und wenn Sie, ich schaue mal so ein bisschen in die Runde, die meisten von Ihnen haben ähnlich rosige Gesichter wie ich, Hautfarben wie ich. Da können Sie auch sicher sein, dass irgendwie bei zukünftigen Kontrollen auf die die Bundespolizei wird da sicherlich mit Augenmaß reagieren und ich glaube, wir alle sind halbwegs sicher. Und also um jetzt mal die Bedenken aufzugreifen, ich glaube, wir haben ein großartiges Sicherheitspaket hiermit verabschiedet. Es wird noch besser werden. Herr Frerz, ich freue mich. Vielen Dank an die beiden Politiker aus der CCCDU und von der Fortschrittskoalition. Wir würden hier auf dem netzpolitischen Abend natürlich tatsächlich niemals die Regierung kritisieren, ohne auch die Opposition zu kritisieren. Habe ich eigene Folien? Ja, natürlich habe ich eigene Folien, aber die kommen, wann sie kommen, nicht einfach mittendrin. Ihr wollt eigene Folien? Ja, wir sind die Zivilgesellschaft. Und das, was die Politiker hier gerade so schön und mit starken Worten vorgestellt haben, das finden wir nicht so gut. Und deswegen ist auch die Zivilgesellschaft organisiert. Und in diesem Fall haben wir uns hier im Bündnis Gesichtskontrolle stoppen, Gesichtserkennung stoppen, zusammengetan. Hat sich aus dem Reclaim Your Face Bündnis europaweit von EDRI tatsächlich entwickelt. Und wir sagen natürlich nach wie vor, das ist kein Sicherheitspaket, sondern ein Überwachungspaket. Jeder einzelne Punkt, der da drin steht und der von unseren beiden Komikern hier so schön detailliert dargestellt wurde, ist eigentlich schon Grund genug für eine fette Demo auf die Straße zu gehen und sich das nicht länger gefallen zu lassen. Tatsächlich, wo sind wir jetzt? Ihr habt es mitgekriegt, die Änderungen im Asylrecht und im Waffenrecht sind durchgewunken worden im Bundestag. Die biometrische Überwachung und die erweiterten Befugnisse der Sicherheitsbehörden ist blockiert worden im Bundesrat. Und zwar tatsächlich deswegen, weil sie der CDU nicht weit genug ging und die deswegen dagegen gestimmt haben. Das heißt, es dürfte jetzt wirklich interessant sein, wie das im Vermittlungsausschuss weitergeht. Man muss natürlich auch dran denken, es gab auch in der Koalition durchaus Stimmen, die gesagt haben, weder das Asylgesetz noch das Waffengesetz noch das Gesetz für bessere Bekämpfung von Terrorismus ist irgendwie gerechtfertigt. Leider waren die bei der Abstimmung dann sehr wenige. Ja, das heißt, es wird spannend und wir machen natürlich weiter. Wir lassen es nicht einschüchtern, auch wenn wir hier auf dem Bild keine Sauna dabei haben. Wir kämpfen weiter. So, und jetzt nochmal was Positives. Das Jahr geht dem Ende entgegen. Und deswegen machen wir nochmal kurz Werbung für unsere Lieblingsveranstaltung. Wie immer zwischen den Jahren, der 38. ist es diesmal, der Chaos Communication Kongress. Wer noch keine Tickets über Voucher bekommen hat, weil er nicht in einem Hackerspace ist oder noch nicht geengelt hat oder so, also ab nächster Woche gibt es Karten im freien Verkauf. Es lohnt sich da relativ pünktlich dabei zu sein, die sind manchmal ganz schnell weg. Dann gibt es so ein paar Deadlines, um sich
dort noch aktiv einzubringen. Der Call for Papers ist erstmal durch. Da sind wir gespannt, welche Vorträge gehalten werden. Für die Community-Bühnen kann man sich noch bis zum 16. bewerben. Für Art and Beauty bis zum 21. Und die Assemblies, da kann man sich noch bis zum 24. eintragen. Die DigiGuess ist natürlich auch wieder dabei. Wir docken wie so häufig an das Habitat der Seabays an. Vielen Dank nochmal für die Gastfreundschaft. Und natürlich werden wir auch mit dem Bündnis Gesichtserkennung stoppen dort sein. Wir werden was zum Hackerparagraphen machen. Wir werden wahrscheinlich noch was zur Chatkontrolle machen und euch da auf dem netzpolitisch aktuellen Stand halten. Also kommt nach Hamburg. Jo, vielen Dank. Dann gebe ich mal zurück an Krobel. Krobel ist weg. Sonst mache ich fertig. Ich habe Folien. Krobel hat das immer am beanstandet, dass man irgendwie diese E-Mail-Adressen abschreiben muss. Und heute ist Weihnachten für mich und alles zusammen und alle, die den NPR schon ein paar Mal gesehen und gehört und gespürt haben. Ihr werdet jetzt nicht glauben, was ich jetzt auf der nächsten Folie präsentiere. Ja? Ja. Ein QR-Code. Ja, das ist der QR-Code der Liebe und die DigiGuess braucht ihn. Die Welt, ihr braucht es mehr als je zuvor. Für alle, die denken, was soll der Scheiß? Scannt es und spendet eine digitale Gesellschaft. Wenn ihr sie nicht gut findet, ich glaube, es gab mal so eine Option, dass man 0 Cent spendet und die Bearbeitungsgebühr irgendwie teurer ist als X und dann wird man in den Ruin getrieben, das geht auch. Genau, aber es gibt einen QR-Code der digitalen Gesellschaft und der ist da, um Spenden zu sammeln. So, den werdet ihr jetzt öfter sehen. Es war ein aufregender Abend, deswegen bin ich ein bisschen aufgedreht jetzt auch. Aber es geht beim nächsten Mal genauso aufregend weiter. Der Hacker-Paragraph und das Computerstrafrecht. Also ich meine, man muss schon sehr aktiv sein, weil es werden hier dauernd neue Gesetze geschaffen. Das Mikro ist ein bisschen leise. Ich habe das Gefühl, ich muss es halb in meinen Mund tun, Herr Soundmensch. Na gut, dann rede ich so und dann kannst du es ja anpassen. Genau, diese Paragraphen, die sich damit auseinandersetzen, was darf das Individuum tun, welche Rechte habe ich, um Sachen im Internet zu machen, um Missstände aufzudecken oder ähnliches, war ja schon öfter Thema. Zum Beispiel im NPR 116, 118, 124 und so weiter. Ihr könnt aber auf der DigiGuess-Seite einfach den Blog durchforsten nach Hackerparagraph oder Computerstrafrecht, denn nächstes Mal wird das Thema werden. Höchstwahrscheinlich zu 98%. Und die digitale Gesellschaft wird sich wieder einschließen und auf die Straße begeben, um Lobbyarbeit dafür zu machen, dass diese Gesetze mit den Menschenrechten vereinbar sind und mit ethischen Grundsätzen. Wenn ihr Interesse habt, euch auch zu engagieren, könnt ihr es tun, indem ihr einfach diesen jungen Mann, Herr von Fräserle ansprecht nachher. Oder ihr könnt eine Mail schreiben und sagen, hey, das wäre mir wichtig. Oder ich habe hier schon mal was ausgearbeitet. Oder ich bin die Tochter von so einem reichen Politiker und ich weiß genau, wie ihr ihn dran kriegt. Alles Optionen, die ihr geben könnt. Genau, also denkt mit und macht mit und beteiligt euch an der Gesellschaft, in der ihr leben werdet. Achso, ist das jetzt schon? So, genau, also die digitale Gesellschaft, Moment, ist ja sehr international, kulturell verschieden unterwegs. Und heute gehen wir dem Halloween nach, also die Nacht, wo man sich gruselt, wo die Geister aus der anderen Welt zu einem kommen und man nicht so genau weiß, was passieren wird. Und man hat wirklich Angst. So. Aber deswegen gucken wir jetzt gleich die Wahlen mit euch an. Ne? Also die Wahlen in den USA wird gewählt heute, wer als nächstes da Gelder einsammelt oder so. Genau, und jetzt kämpfen die. Jetzt habe ich mir keinen coolen Spruch fürs Ende ausgedacht. Habe ich irgendwas vergessen? Danke an die Seabays, an den Barboard, an den Technikboard und an den Videoboard. Genau, danke schön. Einmal klatschen für die ganzen Applaus. Danke. Ja. Genau, und jetzt viel Spaß beim Kampf. Achso, ja, das war's jetzt. Ende. Licht aus. Gerne.